Hallo und herzlich willkommen hier auf WHD. Heute machen wir mal wieder einen Ballon. Wir haben schon das letzte Mal Ballons gemacht, also so geformt, modelliert, ein Herzchen. Er hat gerade einen Hund gezeigt, dann noch ein Papagei oder ein kleines Püdelchen. Und heute machen wir mal unseren ersten Luftballon mit, also unsere erste Figur mit drei Luftballons. Und zwar nehme ich dazu Rot, Gelb und Grün. Grün sieht man jetzt nicht so gut. Das sieht man erst, wenn es dann aufgeblasen ist, dass es grün wird. Und wir machen eine Blume. Beim letzten Mal haben wir ja auch ein Herzchen gezeigt. Auch eine Blume kann man super verschenken, wenn jetzt Valentinstag ist oder Weihnachten oder, sag ich mal, jetzt nette Geste, wenn man jetzt auf dem Jahrmarkt oder Rummel unterwegs ist und, sag ich mal, sagt, okay, ich möchte meinem Partner das schenken. Ist eine witzige Idee. Ist relativ einfach gemacht. Blume ist leicht komplizierter, aber auch nicht sonderlich. Wenn man ein bisschen Übung hat, geht das auch relativ fix. Und wir nehmen unseren Ballon. Am besten, ihr kauft nicht die ganz günstigen, sondern welche, die ein bisschen belastbar sind. Also ich kaufe mir immer diese hier. Die Packung ist halt offen, kullert gerade rum, aber es interessiert gerade nicht. Und ja, dann nehmen wir erstmal den gelben, den roten. Und den roten pumpen wir gleich mal auf. Bei den roten lassen wir ungefähr 4 Finger breit am Ende frei, damit wir die Blüten formen können, also damit das schön aussieht, und dann fangen wir einfach mal an. So, haben wir ungefähr eine Hand breit oder ein bisschen mehr, so ein kleines stummes Schwänzchen, und vorne machen wir einen Knoten rein, so wie immer halt. Und ihr könnt ungefähr eine Hand breit oder ein bisschen breiter freilassen. Knickt das einmal, hier so einen Bogen, also ein bisschen mehr als eine Hand, und verzwirbelt das in das kleine Stück, damit das nicht wieder aufploppt. Könnt ihr jetzt da reinbiegen, könnt ihr jetzt mehrfach da reinschütteln, damit es nicht wieder aufgeht. So, und die ganzen anderen Blüten machen wir jetzt genauso, ungefähr an derselben Größe. Welche Richtung ihr das jetzt biegt, ist praktisch fast egal. Die Blüten brauchen auch nicht alle gleich groß sein, das zeige ich euch gleich. Das hat nämlich dann auch einen kleinen witzigen Effekt, wegen wir benutzen ja noch den gelben Luftballon, und dann sieht das am Ende dann relativ schick aus. Das kleine Ende, was noch übrig bleibt beim letzten Bogen, das wickelt ihr einfach irgendwie da rein, wie ist eigentlich egal, so dass das eben nicht wieder aufploppt. Jetzt biegt ihr das alles zurecht, damit die Blüten so nebeneinander sind. So sieht das Ganze dann von vorne aus. Da ist ein kleinerer Bogen, also der letzte ist ein bisschen kleiner. Der kann auch ein bisschen größer ausfallen, das macht dann auch nichts. Sieht aber ganz witzig aus, wenn wir jetzt so unseren gelben Luftballon nehmen. Und dann, sag ich mal, diese Knospe, die diese Blumen manchmal haben, wo der Blütenstaub drauf ist, das machen wir halt mit den gelben jetzt. Dafür schneiden wir einfach den gelben ungefähr, sag ich mal, bei ein paar Finger breit ab. Dann nehmen wir unsere Pumpe, pumpen den auf, aber nicht ganz, dass so ein kleiner Stummel entsteht. Und machen hinten einen kleinen Knoten wieder rein. So, das letzte Stück tun wir wieder in die Blüte reinwickeln. Einfach ein paar Mal reinwickeln, so dass der dann am Ende oben neben diesem kleineren Bogen wieder rausguckt.
sieht das Ganze so aus. Das ist halt die Blüte erstmal nur mit so einem kleinen Docht, wo dann die Bienchen fliegen können und sich den leckeren Nektar holen, um daraus Honig zu machen. Als letztes brauchen wir noch unseren Stiel. Dazu nehmen wir einfach einen Grünluftballon. Den können wir fast vollständig aufpumpen. Tun wir oben nur so ein ganz kleines Stück, ungefähr einen Finger breit, freilassen und machen unten wieder einen Knoten rein. Jetzt nehmen wir das Ganze einmal, knicken das nach rechts und knicken das nach links oder umgedreht, ist egal, dass ihr dann so eine Wurst habt und die Wurst, also dass das alles ungefähr eine Länge ist in Zickzack, dass es zweimal geknickt ist insgesamt, hier ein Knick und da drüben einer. Ihr seht hier praktisch die drei, ja, von den Luftballonteilen übereinander und dann nehmt ihr den ganzen Haufen und dreht den komplett einmal rum. Und am besten noch ein zweites Mal, damit es ein bisschen stabiler wird. Zack, so habt ihr auch wie ein Schwert, sag ich mal. Damit könnt ihr auch, sag ich mal, wenn ihr ein paar Jungs habt, die kämpfen lassen, die toben sich dann gerne damit aus. Allerdings ist das bei uns heute nur der Stiel für unsere Blüte. So, am Ende haben wir dann hier die Blüte und die Blume, also mit einem langen Stiel. Das könnt ihr jetzt, sag ich mal, spartenshalber in irgendeine Vase tun oder irgendwo an die Zimmerdecke hängen. Ihr könnt es auch eurer Freundin schenken oder, sag ich mal, euren kleinen Kindern, wenn ihr denen eine Freude machen wollt. Ist eine witzige Idee, ist relativ einfach gemacht, macht auch Spaß mit Luftballons zu arbeiten. Und dann sehen, hören und schreiben wir uns. Bis zum nächsten Mal! Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch einfach unseren Kanal oder verbreitet und liked dieses Video. Ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Twitter besuchen. Und schaut auf unserem Blog vorbei, viad.com. Bis bald!